Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. In dem Video geht es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber es geht jetzt hier nicht so sehr darum, wie kannst du dich oder wie kannst du Persönlichkeitsentwicklung betreiben, sondern es geht um den Hauptgrund, warum es bei dem einen super funktioniert, das Thema, während sich andere damit einfach schwer tun. Und wenn dich der Punkt interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn du jetzt dran bleibst. Der erste Punkt ist, der Erfolg in deinem Network-Marketing-Business, der wächst in dem Maße, wo du wächst. Ja, ganz einfach ist auch logisch, wenn du anderes Know-how zur Verfügung hast, wenn du andere Erfahrungen hast, wenn du oder einen größeren Erfahrungsschatz hast, wenn du in deiner Persönlichkeit weiter gereift bist, ja, dann wirst du andere Entscheidungen treffen, du wirst anders mit Menschen umgehen, du wirst anders mit Situationen umgehen und das führt dazu, dass du dadurch noch erfolgreicher wirst, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns bereit erklären, eben Persönlichkeitsentwicklung, den größten Bereich in unserem, ja, in unserem Unternehmen eben halt zu geben. Ja, und das ist super wichtig, weil das ist aus meiner Sicht Persönlichkeitsentwicklung der wichtigste Bereich, in dem du im Network Marketing arbeiten kannst. Gerade weil so viele Einflüsse auf den Networker einströmen, sei es das Umfeld, sei es Kundenkontakte, Mitarbeiter, ja, und es ist ja immer, es sind ja alles Menschen und überall, wo Menschen sind, da menschelt es auch ein bisschen und es sind Situationen, mit denen muss man einfach souverän lernen, umzugehen. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptgrund, warum es dem einen besser gelingt und dem anderen weniger. Wir sind die Variable in diesem Spiel, ja. Wir sind die Variable, die entscheidet, in welche Richtung das es geht. Ich gebe dir ein Beispiel. Du kannst hunderte Bücher lesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Du kannst Kurse besuchen. Du kannst Programme kaufen. Du kannst Coaches, Mentoren beauftragen. Wenn du nicht bereit bist, die Dinge umzusetzen, dann wird nichts funktionieren. Dann wirst du irgendwann zu dem Punkt kommen, wo du sagst, Persönlichkeitsentwicklung ist Schwachsinn, funktioniert nicht. Und vielleicht kennst du diese Menschen, wenn die zu dir kommen und sagen, ja, ich habe ein Problem und du sagst, okay, probier's mal auf diesem Weg, dann sagen die Leute, kenne ich schon. Ja, das kenne ich schon. Das habe ich da und da gelernt, das kenne ich schon, jenes kenne ich schon. Es geht aber nicht darum, ob wir etwas kennen, ja, sondern es geht darum, ob wir etwas können. Es geht darum, ob wir in der Lage sind, ja, Dinge umzusetzen. Und das ist der Hauptgrund, warum es bei dem einen eben besser läuft und bei dem anderen nicht. Du musst dich einfach darauf einlassen, du musst den Wille, die Bereitschaft mitbringen, dich auch tatsächlich verändern zu wollen. Und das ist nicht immer. Also der Prozess kann schön sein, ja. Es kann aber auch manchmal du kannst manchmal auch an Situationen kommen, an Grenzen kommen, wo es auch ein bisschen Schmerz erfordert, wo du einfach mal den inneren Schweinehund dann trotzdem überwinden musst und sagen musst, okay, ich mach's trotzdem. Ja, und dieser Wille und die Bereitschaft muss einfach da sein. Und damit ist es nicht getan, jetzt ein Buch zu lesen oder einen Kurs zu besuchen, sondern es ist wirklich auch permanentes Hinterfragen und sich auch weiterentwickeln wollen. Ja, und das dann auch dann tatsächlich umsetzen. Ganz wichtiger Punkt. Und auch hier wichtig, den in der Lage zu sein, Tipps anzunehmen, das Ego hinten anzustellen und anstatt zu sagen, kenne ich schon, einfach mal zu überlegen, hey, ja, habe ich schon mal gehört, wenn es jetzt so viele Menschen sagen, vielleicht ist was Wahres dran, ich setze es jetzt einfach mal um. Ja, und ich begebe mich auf den Weg, das Ganze jetzt in die Realität umzusetzen. Und diese Eigenschaft ist super, super wichtig, dass du in der Lage bist, Menschen, die du um Rat fragst, zuzuhören, ja, und dann auch das umzusetzen. Ja, das heißt nicht so blindlings hinterherlaufen, alles machen, was jemand anders sagt, das nicht, nee, nee, sondern schon auch den eigenen Verstand benutzen und gewisse Dinge kritisch auch mal hinterfragen, aber trotz alledem die Dinge mal zu probieren und einfach die eigenen Erfahrungen damit zu machen und die Dinge auch umzusetzen. Ja, ganz wichtig. Und dann ist natürlich wichtig, dass du immer weitergehst, auch wenn es vielleicht mal schwierig wird, ja? Weil wenn Veränderung ist immer ein Punkt, der ist manchmal unbequem, ja? Und da muss man einfach auch bereit sein, auch die unbequemen Dinge zu machen. Ich gebe dir ein Beispiel also zum Abschluss des Videos einfach mal ein Beispiel, was zum Beispiel für mich ein riesen Veränderungsschritt war, was andere vielleicht gar für andere gar kein Problem
darstellt, ja. Und zwar hatte ich früher viele Jahre lang das Problem, dass ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch. Und wenn du Menschen hilfst, ja, dann hast du manchmal so den Grundgedanken, dass du Menschen halt einfach auch besser machen willst. So, und manchmal ist es so, dass du Menschen mehr helfen willst, als diese Menschen überhaupt wollen, ja. Und das ist ein ganz schwieriger Punkt, weil, und jetzt gebe ich dir ein Beispiel, du hast dann auch so diese Eigenschaft, wenn du sehr hilfsbereit bist, hast du halt oft auch so die Eigenschaft mit dabei, so war es zumindest bei mir, dass du ja auch den Menschen nie irgendwie auf den Schlips treten willst, sondern du willst den immer, ja, du bist sehr harmoniebedürftig in dem Bereich dann auch, ja. Und jetzt gebe ich dir ein sehr plastisches Beispiel. Ich hoffe, damit kann ich es gut erklären, was ich damit meine. Wenn jemand 5-mal gegen die Wand läuft, ja, dann wäre jetzt meine frühere Herangehensweise gewesen, also noch vor ein paar Jahren, zu sagen, hey komm, du schaffst es, jetzt in Network Marketing übertragen, komm, bleib dran, weil ich der Person nicht, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt die Wahrheit ihr direkt ins Gesicht sage, dann verletze ich sie irgendwo, ja. So, das ist aber das Falscheste, was du machen kannst, weil es geht ja auch nicht darum, gerade wenn du ein hilfsbereiter Mensch bist, es geht nicht darum, Friede, Freude, Eierkuchen zu haben, ja, sondern es geht darum, Menschen ganz klar zu sagen, hey, so läuft es nicht, ja, weil wenn jemand 5-mal gegen die Wand läuft, dann ist es nicht okay, wenn du sagst, hey komm, du schaffst es schon, weil dann läuft die Person noch 5-mal gegen die Wand und ist dann insgesamt 10-mal gegen die Wand gelaufen, hat sich weh gemacht. Nee, sondern da bedarf es dann einfach auch mal klarer Worte, dass man sagt, hey, nicht die Wand nehmen, da ist die Tür. Ja, so, und das war halt früher so ein bisschen mein Problem, weil ich halt dann auch mit den Leuten, weil ich halt gemocht werden wollte, beziehungsweise halt einfach ein harmonisches Verhältnis haben wollte, ja. So, und heute, und das war für mich eine wirklich harte Arbeit, ja, wo ich auch heute immer noch dran arbeite, zu sagen, hey, nee, klare Aussagen, weil es bringt doch niemandem was, wenn wir irgendwie Wischiwaschi machen und uns alle lieb haben, aber niemand kommt voran, ja. So, und deswegen klare Worte und auch wenn dich nicht jeder mag. So, und diesen Prozess musste ich halt für mich durchgehen. Das war ein Prozess von vielen, aber das war so einer, der mich zum Beispiel unheimlich viel, da musste ich mich sehr, sehr stark verändern. Und da muss man halt eben auch bereit sein und man muss halt auch bereit sein, mal die Tipps von anderen dann eben anzunehmen. Okay, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn dem so war, hinterlass mir doch gerne einen Kommentar, Daumen hoch. Mich würde auch deine Meinung zu dem Thema interessieren. Nutz da einfach die Kommentarfunktion dazu. Ansonsten abonniere natürlich den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und unterhalb des Videos findest du in der Textbeschreibung weitere Informationen. Wenn du Lust hast, ein lukratives, langfristiges Geschäft aufzubauen im Network Marketing und Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten, findest du unterhalb des Videos weitere Infos und die Möglichkeit, dich für ein Gespräch zu bewerben. Und dann können wir einfach mal schauen, ob das bei uns beiden so passen würde. So, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles Gute. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.